Beim Verfassen von Artikeln und überhaupt Inhalten probiere es am besten ein bisschen aus. Ich gehe im Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Funktionen hindurch. Du hast hier Artikel. Du hast hier die Auflistung der Artikel. Im Moment hat es nur einen. Ich habe den bestehenden schon mal überarbeitet. Mit einem Klick darauf kannst du ihn überarbeiten. So sieht das dann aus. Gehe aber wieder zurück. Schnellbearbeitung ist eine recht praktische Sache, wenn du zum Beispiel nur ein Datum ändern willst oder noch bestimmte Schlagworte hinzufügen willst, zum Beispiel ICT, Computer, Sekandelfingen. Das sind also immer getrennt mit Kommas. Diese Schlagworte oder auch Tags, wie sie genannt werden, die werden gebraucht, um eben auch in sehr vielen Artikeln den richtigen herauszufinden. Artikel aktualisieren und jetzt sind diese Schlagworte eben hinzugefügt worden. Mit Add New mache ich einen neuen Artikel, zum Beispiel ich habe den Text schon verfasst. Du kannst ihn also einfach reinkopieren oder selbstverständlich direkt schreiben. Du hast hier die üblichen Symbole, die du vielleicht auch aus Word kennst. Du hast sogar eine Rechtschreibeprüfung, die du aktivieren kannst. Hier allerdings leider nur Englisch. Hier müsste man die Deutsche noch aktivieren, aber für den Moment soll das reichen. Ich schreibe meist in Word und habe so dann eben die volle Kontrolle über meinen Text. Ja, dann machen wir aus einem Wort einen Link, zum Beispiel hier Last.fm wird zum Link, wenn du es markierst, dann auf das Kettensymbol klickst und anschließend hier die URL reinschreibst. Als Ziel wähle ich jeweils Link in neuem Fenster öffnen, damit also deine Blogseite nicht verlassen wird. Da gehst du auf Einfügen, du siehst, es ist bereits ein Link. Dann fügen wir noch ein Bild ein. Ich klicke an die Stelle, wo das Bild eingefügt werden soll. Du hast hier verschiedene Symbole für die verschiedenen Medien. Ich klicke da auf das erste für Bild einfügen. Dann also die Möglichkeit, eine Datei auszuwählen. Ich habe auf dem Schreibtisch das Logo von Last.fm. Ich habe übrigens die Erlaubnis, es zu verwenden. Auf der Website wird explizit erlaubt, dass man das einfügen darf. Allerdings wird gewünscht, dass man anschließend die Adresse der Seite einschickt, damit sie das überprüfen können, ob das richtig gemacht wurde. Ich gebe hier einen Titel für das Bild ein, damit der wird zum Beispiel bei sehbehinderten Menschen vorgelesen, die ja das Bild dann nicht sehen. Der zweite Titel wird verwendet für die Bildunterschrift, falls du das willst, will ich jetzt nicht. Hier könntest du noch eine Beschreibung des Bildes angeben, ebenfalls für sehbehinderte Leute. Als URL gebe ich jetzt eine eigene URL. Also wenn ich auf dieses Bild klicke, soll automatisch direkt eine Verbindung hergestellt werden zu eben Last.fm. Du könntest allerdings auch die Bilddatei, da müsstest du hier draufklicken auf Datei-URL. Wenn zum Beispiel ein kleines Vorschaubildchen gemacht wurde, da kann man dann auf dieses klicken und es geht in einem neuen Fenster das große Bild auf. Hier habe ich jetzt aber kein Vorschaubild, weil das Bild, das ich hochgeladen habe, eh schon extrem klein ist, habe ich diese Möglichkeit gar nicht. Ein Vorschaubild wäre etwa 150 mal 150 groß. Hingegen, wenn ich als Ausrichtung rechts, damit also der Text wie in diesem Symbol sichtbar links um das Bild herumfließt. Und jetzt wähle ich da also in Artikel einfügen
und das Bild ist hier drin. Du kannst es jederzeit wieder löschen, falls es dir nicht passt, oder mit Bild bearbeiten, da noch weitere Einstellungen vornehmen. Du siehst hier jetzt also rechts umflossen, so wäre es links umflossen. Du hast also verschiedene gestalterische Möglichkeiten. Du könntest hier zum Beispiel dann auch angeben mit erweiterte Einstellungen, dass noch ein Rand rundherum eingestellt werden soll. Und ich wähle hier jetzt für Ziel bei den Links Link in neuem Fenster öffnen, damit also meine Seite nicht verlassen wird. Das ist noch relativ wichtig. Aktualisieren und jetzt ist mein Artikel, was den Inhalt betrifft, fertig. Ich füge hier auch wieder Schlagworte hinzu. Last.fm, Musik, Web 2.0. Also auch hier wieder Schlüsselwörter, die eben zu diesem Artikel passen, die ihn irgendwie kennzeichnen, dass wenn man ganz gezielt eben nach Musik sucht, dass dann dieser Artikel neben anderen aufgelistet wird. Du hättest weiterhin die Möglichkeit, eine Kurzzusammenfassung beizufügen oder hier Verbindungen zu anderen Blogs einzugeben. Du könntest, wenn du verschiedene Themen bearbeitest, hier Kategorien zuweisen, mache ich allerdings nicht. Und du könntest hier ausschalten, damit also dieser Artikel nicht kommentiert werden kann. Wenn du befürchtest, dass das zu primitiven Rückmeldungen kommt, dann nimmst du diesen Haken hier raus und du hast Ruhe. Dann kann dieser Artikel nur gelesen werden ohne Reaktionsmöglichkeit. Mit Veröffentlichen wird dieser Artikel jetzt auf deinem Blog veröffentlicht. Du hättest hier die Möglichkeit mit Vorschau zuerst noch diese Vorschau anzuschauen. Ich bevorzuge eine andere Möglichkeit mit einem Kontrollklick oder Befehlklick, könnte man auch sagen, auf Startseite wird diese Seite im Hintergrund in einem eigenständigen Tab geöffnet und du siehst, wie es im Moment ausschaut. Sieht recht hübsch aus und es ist tatsächlich ein Link. Ja, gehen wir zurück, kommen wir noch zu den weiteren Möglichkeiten. Hier bei Multimedia hast du die Möglichkeit, die Medien, die hochgeladen wurden, zu verwalten, Bilder nachträglich zu löschen oder umzubenennen und so weiter. Bei den Links werden die Links, die auf der rechten Seite da in der rechten Spalte aufgelistet werden, gesammelt. Diese hier, die ändere ich mit einem Klick darauf, nehme ich jetzt zum Beispiel eben Last.fm rein, das ich gerade beschrieben habe. Hier die Adresse und eine Beschreibung, die diesem Link beigefügt wurde. Auch hier wieder könntest du verschiedene Kategorien, wenn du sehr viele Links hast, einrichten. Ich lasse das jetzt aber mal und klicke auf Link aktualisieren. Und wenn wir wieder auf meine Seite gehen, siehst du, dass hier drüben die Links halt gar nicht aktiviert sind. Die müsste ich noch freischalten. Das habe ich in der letzten Lektion gezeigt. Unter Darstellung Widgets kommen unbedingt natürlich noch die Links hinzu, die ziehe ich jetzt noch rüber und speichere das. Nochmals rübergehen. Voilà, hier im Moment heißen sie Blogroll und hier hast du diese beiden Links drin, die sogar so aufpoppen. Das ist noch recht hübsch gestaltet. Gehen wir wieder zurück zu den Inhalten. Mit Seiten kannst du zusätzliche Seiten aufschalten, die eben nicht in diesem Artikelmodus erscheinen, also News, die chronologisch aufgelistet werden. Hier haben wir About, auch die kannst du mit einem Klick bearbeiten, einen anderen Titel geben, beispielsweise über mich, den Inhalt, ändern.
Auch hier könntest du einstellen, ob das Kommentare zugelassen sind. Es funktioniert also wie ein Artikel, nur wird er nicht untereinander gelistet, sondern ist eine eigenständige Liste, die eben auch auf der rechten Seite, in der rechten Spalte aufgerufen werden kann. Und genauso könntest du irgendwie noch eine Seite zu deinen Hobbys oder zu deinen Freunden, deiner Familie, was auch immer machen. Dann ganz wichtig noch die Kommentare. In den Kommentaren werden alle Kommentare, die du im Moment bekommen hast, aufgelistet. Hier könntest du einen Kommentar bearbeiten. Wenn er also Fehler enthält oder Schimpfwörter, könntest du ihn redigieren oder sogar löschen oder als Spam bezeichnen. Dann wird künftig von diesem Benutzer oder von dieser Adresse nichts mehr versendet. Ich möchte dir zeigen, wie man überhaupt einen Kommentar macht. Gehe nun von einem anderen Browser aus. Ich habe diese Seite hier geladen und mache zum Beispiel mal hierzu einen Kommentar. Du könntest hier auf keine Kommentare klicken, um direkt zur Kommentarseite zu kommen, oder aber auch einfach auf den Titel des Artikels, und hier wird also der Name benötigt. Gusti Thomas Staub. Und hier der Kommentar. Dann könntest du markieren, dass du eine E-Mail bekommen willst, will ich aber nicht. Kommentar senden. Und im Moment wenn ich hier also nochmals neu lade, sollte dieser Kommentar hier drin erscheinen. Das ist tatsächlich so, nur ist er auf der Seite noch nicht drauf. Wenn ich hier nochmals reinschaue, steht weiterhin keine Kommentare. Das deshalb, weil er noch gar nicht freigegeben ist. Du musst ihn zuerst lesen, und wenn du das für gut befindest, dann kannst du auf Freigeben klicken und jetzt siehst du, wenn ich die Seite neu lade, dass jetzt der Kommentar aufgelistet ist. Übrigens erhältst du immer auch eine E-Mail, wenn ein Kommentar erscheint. So kannst du auch direkt aus der E-Mail heraus den Kommentar freigeben. Es erscheint dann ein Link, auf den du klicken kannst. Also ganz wichtig, diese Kommentare musst du im Auge behalten, weil du verantwortlich bist für den Inhalt der Kommentare, und du könntest juristisch auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn du Personen zum Beispiel beleidigt werden. Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich. Am besten probierst du einfach aus. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß beim Verfassen deiner Blogs. Ganz wichtig vielleicht zum Schluss, also keine Urheberrechtsverletzungen, keine Beleidigungen. Bemühe dich um einen anständigen und sachlichen Ton, und natürlich auch arbeite regelmäßig, mache vielleicht kurze Einträge, die sind leichter zu lesen, da hängen die Leute wenig ab, dafür regelmäßig, damit also etwas Bewegung drauf ist, damit die Leute regelmäßig kommen. Ganz zum Schluss vielleicht, gerade für Leute, die sich für deinen Blog interessieren, die haben die Möglichkeit, auch deinen Blog zu abonnieren mit RSS. Wenn sie hier draufklicken, dann bekommen sie von deinen Artikeln eine Kurzfassung, und immer wenn ein neuer ist, ist er in meinem Fall jetzt markiert, und es steht meist auch bei mir dann, wie viele neue Artikel das von diesem Blog bestehen, und so werden die Leute auch ein bisschen an deinen Blog gebunden.